Und so reiten wir auf nach Königsberg, um dem fürchterlichen Vampir Warnfried ein Ende zu bereiten. Es ist ein langer Weg von Falkenburg durch eine Wüste auf nach Königsberg. Und letztendlich kommen wir doch an. Kapitel 5. Der Tag ohne Namen. Königsberg, das Tor zur Welt. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal hier war. Pferde sind innerhalb der Stadt Maren verboten. Aber direkt vor den Toren gibt es einen Mietstall. Der Besitzer ist ein reicher Mann. Okay, sind wir jetzt vor den Toren oder weiß ich nicht? Nein, wir sind bereits in Königsberg, so wie es aussieht. Willkommen in Königsberg. Spielt nicht zu sehr mit euren Schwertern herum und wir werden uns wunderbar verstehen. Keine Sorge, wir haben nicht vor, Ärger zu machen. Wir sind hier ganz nett, Königsschatz. Das bringt den Torwächter bitte nicht auf falsche Gedanken. Keine Sorge, ich habe das schon richtig verstanden, denke ich. Eure Freundin nehme ich an. Streng genommen sind wir verheiratet, vermute ich zumindest. An den Gedanken muss ich mich aber selbst erst noch gewöhnen. Wohl einen über den Durst getrunken und dann vor den Altar zerren lassen, was? Solche Geschichten kenne ich. Sag jetzt nichts Falsches, Schatz! Wer seid ihr? Erzählt uns etwas über die Stadt. Gab's kürzlich was Besonderes oder Bespieltes? Wer seid ihr? Ich heiße Rondrian und bin schon seit Jahren Hauptmann der Torwache. Meine Leute und ich sorgen dafür, dass keine finsteren Kreaturen eindringen. Was für finstere Kreaturen denn? Wo kommt ihr denn her? Wisst ihr nichts von Düsterbock und seinem schrecklichen Herrscher? Fang jetzt bitte nicht mit deinen Geschichten an, Schatz. Wir müssen zum Baron. Keine Sorge, ich weiß selbst, dass wir es eilig haben. Erzählt uns was über die Stadt. Königsberg ist eine friedliche Stadt. Gäbe es nicht die Bedrohung aus dem Osten, wäre unsere Arbeit wahrscheinlich überflüssig. Aber das interessiert Reisende wie euch wahrscheinlich weniger. Schaut euch am Abend doch mal in Minas Taverne vorbei. Sein Muntermacher ist spezial, ist weit über die Grenzen Königsbergs hinaus berüchtigt. Gab's kürzlich was Besonderes? Gestern Nacht wurde einer meiner Wachleute hier am Tor überfallen. Er hat etwas von einer schwarzen Kutsche gefaselt. Können wir euren Mann sprechen? Er hat die Nacht nicht überlebt. Schade, bis später. Nach Duisburg sind es 2 Tagesreisen. Die Zeit haben wir nicht. Schade. Kann ich hier speichern? Ja, dann wird jetzt mal gespeichert. Okay. Und dann spielen wir weiter. Wer weiß, vielleicht spiele ich es ja auch jetzt durch in dieser Aufnahme. Zeit hätte ich noch. 2-3 Stunden. Hoho, neue Stadt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Grutzli, Sohn des Gritzli. Ich heiße Grendi. Ihr seid aber kriegerisch gewandert, Herr Grendi. Und das trotz des langen Sommers, der uns diesen Oktober mit schwülen Nächten plagt. Na, ihr seht aber auch nicht gerade aus, als ob ich heiß wäre. Täuscht euch da mal nicht, Herr Grendi. Ein echter Zwerg zieht niemals seine Rüstung aus, und wenn er noch so schwitzt. Erzählt was über euch. Mich hat es eher zufällig hierhin verschlagen. Ich war auf Brautschau und lernte hier ein bezauberndes Zwergenmädel kennen. Also kaufte ich mir ein Haus und suchte mir seine Anstellung als Türsteher im fliegenden Fisch. Für diese Maid hätte ich die meine Heimat Zwergenbinge für immer den Rücken gekehrt. Aber es sollte anders kommen. Habt ihr euch verlassen? Wo denkt ihr hin, schönes Fräulein? Unsere Liebe war so stark wie die Grundfesten der Erde. Sie hörte von irgendeinem Einfallspinsel, dass es im Hafenbecken vor Jahren eine Havarie mehrerer holzbeladener Galeonen gegeben haben soll. Und wer sich für eine Zwergin gehört, beschloss sie, nach diesen Schätzen zu tauchen. Sie hätte vor dieser Aktion jedoch besser ihr Kettenhemd ausziehen sollen.
Ja, das ist es. Das ist ja eine furchtbare Geschichte. Wie ist das Klima hier? Durch die Lage in den Klippen kriegen wir eigentlich nur den Wind ab, der von Süden übers Meer kommt. Direkt aus der sahabischen Wüste. Noch dazu liegt Königsberg direkt am Golfstrom, was zusätzlich für milde Temperaturen sorgt. Seit ich hier bin, habe ich keine einzige Schneeflocke gesehen. Die Bäume werfen ihr Laub frühestens Ende November. Königsberg ist daher ein Paradies für alle Wasserratten und Sonnenanbeter. Für Zwerge allerdings weniger zu empfehlen. Kann ich euch helfen? Wegen der Hitze, meint ihr? Da kann man leider wenig tun. Leider ist der Ausschank von Bier der Sonnenuntergang verboten. Vor Sonnenuntergang. Würde ein Zwergenherrscher so ein Gesetz erlassen, seine Regentschaft wäre innerhalb weniger Stunden am Ende. Und wie wäre es mit einem Krug Wasser? Wasser? Wollt mich wohl vergiften. Gebt euch wohl. Okay, ich will mich erstmal hier außen umsehen. Da haben wir noch eine Frau. Hallo, mein Hübscher. Du bist neu, Königsberg, oder? Sag doch einfach ja, Schatz. Wie wär's, wenn du deine Mutter irgendwo absetzt? Dann führe ich dich in den Grund. Sag dir etwas romantischen Plätzchen und so. Mutter, jetzt reicht's aber, Puppe. Keine gehört mir, Kapito? Reg dich nicht wieder ab, Schwester. Versuchen kann man's zumal. Wie heißt du? Trudel. Ich wohne unten am Hafen. Aber das ist mir zugebaut. Ich liebe die Natur. Nachts ist das allerdings Besonderes. In Minas Taverne treffen sich stramme Abenteurer und Seeleute aus allen Teilen der Welt. Alles klar? Romantische Plätze? Hier ist es ganz hübsch, aber noch schöner als Clipping. Die Leute sind zwar arm, aber freundlich aufgeschlossen und durchtrainiert. Clipping? Was ist das? Das ist fast schon ein Dorf. Ihr kommt dahin, wenn ihr am Hafenbecken den Weg nach Westen folgt. Nördlich von Clipping steht eine alte Villa. Nachts würde ich mich da nie hintrauen, aber tagsüber ist es wild romantisch. Romantisch? Was gibt's Neues in der Stadt? Ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Neuigkeit ist, aber die Kavallerie sterben in letzter Zeit aus. Habe ich den Eindruck. Kavaliere. Die Leute werden immer verschlossen und aggressiver. Überhaupt ist die Stimmung in der Stadt seit ein paar Tagen etwas gereizt. Gibt es dafür Gründe? Ich weiß es nicht, kann es auch nicht erklären. Alles ist so angespannt und aufgeladen, als ob es sich ein Sturm zusammenzieht. Mach's gut. Hi, Kuppel. Was wollt ihr? Was macht ihr da? Ich trainiere für den Kampf heute Abend. Kampf? Hey, wenn ihr noch einen Schwertarm braucht, wir sind zur Stelle. Ihr versteht mich falsch, mein Freund. Ich rede von einem Faustkampf, einem sportlichen Wettstreit. Ach so. Ich merke, dass ich seit langem keinen vernünftigen Gegner mehr gehabt habe. Ich mache zu schnell schlapp. Das kann sich irgendwann rächen. Aha. Ich könnte eine kleine Stärkung brauchen. Falls wir euch helfen können? Würdet ihr das tun? Unten am Hafen gibt es eine Bäckerei. Die backen mir immer ein Brot mit Spezialzutaten. Sehr exotische Ingredienzen. Ingredienzien. Nicht ganz billig. Also, wenn ihr die 200 Taler vorstrecken könntet, wäre es toll, wenn ihr mir so ein Brot bringt. Okay. Klasse. Nehmt einfach den Weg nach Süden. Es ist nicht weit. Sagt der Verkäuferin, dass es für mich ist. Okay. Den Zwerg kennen wir schon. Da geht es nach Süden. Halt, kommen wir da unten vorbei? Ja. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Und hier oben? Auch nicht. Okay. Ja. Kommen wir dahinter? Nein. So, da ist auf jeden Fall ein Laden. So, soll ich jetzt erst... Naja, wir holen erstmal das Brot. Also hier runter. Hafen, Altenberg, Schloss. Sonst komme ich noch nirgends hin. Okay, wir gehen jetzt mal runter zum Hafen. Dann sehen wir uns jetzt hier um. Wen haben wir denn hier? Ah, Kundschaft, wollte mein Schwert kaufen? Vielleicht, zeig mal her.
Hier? Das sieht ja total verratzt aus. Naja, sagen wir 5 Taler? 5 Taler? Dafür diene ich euch nicht einmal eine halbe Stunde. Ich brauche keinen Diener. Ich denke, es geht hier um euren Säbel. Das ist kein ein Katana. Ist mir gleich, wie das Ding nennt. Ich will es nicht. Colonel, wenn ich diesen Herrn richtig verstanden habe, will er uns seine Dienste als Schwertkämpfer anbieten, nicht seinen Katana. Ach so, warum kann er sich denn nicht deutlicher ausdrücken? Wer seid ihr? Mein Name ist Geheine. Ich folge dem Ruf des Schwertes. Ich diene jedem, der dafür bezahlt, und liebe es, das Flehen meiner Feinde zu missachten. Klingt lustig. Habt ihr auch noch andere Interessen? Interessen? Schädel spalten, Bäuche aufschlitzen, Arme abpacken, vierteilen, foltern, schinden. Danke, so genau wollte ich es nun auch wieder nicht wissen. Seid ihr neu in Königsberg? Meine Wege haben mich über endlose Steppen hierher geführt, in diese Perle des Nordmeeres. Wegelagerer, Wölfe und Pinguine habe ich auf meiner Reise bezwungen und ihr Blut getrunken. Ihr habt meine Frage nicht verstanden. Mich interessiert nicht, was ihr so am Tag wegpichelt, sondern wie lange ihr schon hier seid. Ruhelos streife ich durch die Gassen dieser mächtigen Stadt. Immer auf der Suche nach Menschen in Bedrängnis, mit genug Gold, um mich zu entlohnen. Den Tag eurer Ankunft will ich wissen! Vorgestern. Erzählt von eurem Beruf. Das wäre die eigentliche Frage gewesen. Ich folge dem Kodex des Kriegers. Nur wenige Menschen besitzen die innere Stärke und körperliche Kraft, um diesen Weg zu beschreiten. Das klingt doch mal interessant. Was muss man tun, um auch so einen Kriegerkodex Heini zu werden? Beantwortet folgende Frage. Was ist das Schönste im Leben eines Mannes? Ist das jetzt die Aufnahmeprüfung? Die Jagd, der Kampf, Poppen? Der Kampf? Das Schönste im Leben eines Mannes... eines Kriegers, besser gesagt, das ist natürlich der Kampf. Den Feind zu jagen, zu stellen und zu vernichten, auf seine Leiche spucken und das Geschrei der Frauen zu hören. Von diesem Verleben wusste ich ja noch gar nichts. Die Antwort ist richtig. Nimm deine Habe und reise nach Norden zum Kloster der 7 Winde. Die Mönche dort werden dich in ihre Gemeinschaft aufnehmen und den Kodex des Kriegers einweisen. Ich schau mal vorbei, wenn ich wieder Zeit habe. Gehabt euch wohl. So, wen haben wir hier? Das ist eine Frau, oder? Mein Geschenk, mein wunderschönes. Oh, verzeiht, was kann ich für euch tun? Ihr scheint mir ein wenig traurig zu sein. Ja, das habe ich. Habt ihr das verloren? Wir werden gerne helfen, wenn es so sein sollte. In der Tat, verloren. Ja, ich habe etwas verloren. Wie schade, wie unendlich schade. Was war es denn? Das scheint euch ja sehr wichtig zu sein. Wichtig? Natürlich. Sehr sogar. Wie soll ich nur leben ohne das Geschenk? Sagt mal, worum geht es denn jetzt? Ach, mein Geschenk. Der einzige Schatz, den ich jemals besaß, ist futsch. War es denn so wichtig, das Geschenk? Es ist mein Geschenk. Mein Schatz. Zufällig ein Ring oder so etwas? Ganz genau. Woher wisst ihr das nun? Schatz. Reine Intuition. Wo habt ihr ihn denn verloren? Oder ist euch gestohlen worden? Gestohlen? Ja, ganz sicher gestohlen. Ich will ihn wieder. Bitte, bitte. Ich gebe euch auch etwas dafür. Naja, über eine Belohnung sprechen wir erst, wenn wir was gefunden haben. Ja? Wie heißt ihr eigentlich? Hieron. Mein Name ist Hieron. Oh, ihr müsst ihn finden. Bitte. Okay, da ist die Bäckerei. Ein Zauberladen, da geht es weiter nach links, nach Westen. Dann bleiben wir erstmal auf der linken Seite. Dem haben wir schon geredet. Ach, geht ja gar nicht mehr. Okay, dann gehen wir da jetzt rüber. Können wir dir vielleicht helfen? Es ist zum Davonlaufen. Ihr seid heute schon der Dritte, der mir so kommt. Wie bitte? Nein, es geht mir nicht schlecht. Nein, ich bin keine Drakonierin. Nein, ich bin auch keine Harpie. Nein, das sind nicht meine Füße. Nicht deine Füße? Das sind Krallensandalen. Der letzte Schrei aus Sarabia. Mein ganzes Erscheinungsbild ist auf die aktuelle sarabische Mode abgestimmt. Und wie nennt sich dieser Aufzug? Drachenmode. Heute glotzt ihr mich vielleicht noch schief an, ihr Hinterwettler. Aber in einem Jahr werden mir das alle nachmachen. Wenn du meinst... Lass mich da bitte doch vorbei.
etwas vergraben. Hier wurde irgendetwas vergraben. Ein schwarzer Lidl-Beutel. Da ist irgendwas Rundes, Weiches drin. Schwarzen Beutel ausgebuddelt. Wo ist er denn? Okkulte Schriften. Haben wir die überhaupt noch? Und wofür waren die jetzt? Bringt nichts. Schwarzer Beutel. Was Erde darin? Reinschauen? Ja. Pfui, Kuckuck, da sind zwei Augäpfel drin. Aufessen? Wohl Fieber? Die esse ich doch nicht auf. Augäpfel. Oder sollte ich sie aufessen? Ich glaube nicht. Nein. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Bäckerei. Schönen guten Tag. Ich habe euch ja noch nie hier gesehen. Wir sind neu in der Stadt. Ihr solltet mal meine leckeren Brötchen probieren. Wir sollen für Ali ein Brot besorgen. Sein Spezialkraftfutter. Ah, ich verstehe. Das macht ihn 200 Taler. Spezialbrot erhalten. Guten Tag. Wir sollen für Ali ein Brot besorgen. Sein Spezialkraftfutter. Mehr habe ich gerade nicht. Okay, dann halt nicht. Vielleicht spricht sie ja selber nochmal. Nachher nochmal was. So, Altenberg. Wo ist er denn, der Ali? Da ist er. Ach, der rennt da jetzt rum. Und, habt ihr's? Aber sicher doch. Hier bitte. Toll, vielen Dank. Jetzt habt ihr euer Geld zurück und einen für die Mühe. 201 Taler erhalten. Kommt doch einfach mal in den fliegenden Fisch am Abend. Ihr müsst dem Wächter bloß sagen, dass ich euch eingeladen habe. Okay. Danke für eure Hilfe. Wir sehen uns dann im fliegenden Fisch. Ah, er verfolgt mich. Er hat versucht, mich zu schlagen. Gibt's hier irgendwo eine Tür? Sieht nicht so aus. Da unten komme ich ja auch nicht rein. Oder? Nein. Komme ich nicht rein, aber da links komme ich rein. Was haben wir hier? Erstmal umschauen. Finger mit meinem Schnuppibär! Schnuppibär? Warum heißt der denn Schnuppibär? Weil der Herr Baron die so gerne mag, glaub ich. Boah, was bist du denn für einer? Du hast aber dicke Augenbrauen. Solltest du nicht in der Schule sein oder so? Wir haben Ferien! Deswegen brauchst du doch nicht gleich so zu brüllen. Warum gehst du nicht mit den anderen Kindern spielen? Mama hat gesagt, ich soll auf das Haus aufpassen, damit uns keine bösen Männer mit dicken Augenbrauen die Spielsachen. Ach so, verstehe. Ich sag's dir, wenn ich einen von der Sorte sehe. Das sollt ihr nicht denn wissen. Sagst du jetzt wohl überall. Das sollt ihr nicht rein. Da auch nicht? Dann halt nicht. So, was haben wir hier? Wie viel Taler haben wir eigentlich? 13.609? Ach, geil ist das. Ist das hier das Rathaus? Jawohl, mein Herr. Habt ihr ein Anliegen? Eigentlich nicht. Wir wollten uns nur ein wenig umsehen. Es ist ein Rathaus, kein Museum. Kann ich euch helfen? Eigentlich nicht. Sagt das gleich. Okay, schauen wir mal. Nicht so stürmisch, Herrschaften. Darf ich fragen, was euer Anliegen ist? Anliegen? Wir wollen da rein. Das geht leider nicht so einfach. Wir sind sehr beschäftigt und ihr solltet schon einen guten Grund verbringen, wenn ihr passieren wollt. Dann halt nicht. Können wir da links hin? Nein.